Hallo, ich habe seit Jahren probiert, insbesondere habe ich mir viele Dart-Barrels gekauft, viele verschiedene zu verschiedenen Gewichten, um wirklich den für mich richtigen Dart herauszufinden oder herauszufinden, was einen für mich richtigen Dart ausmacht. Ich bin jetzt bei den leichten Darts gelandet und habe, wie gesagt, insgesamt vielleicht über 800 Euro insgesamt ausgegeben. Das sind längst noch nicht alle Darts, die ich habe, noch nicht längst alle Barrels, die ich habe. Aber herausgekommen ist, sind, wie gesagt, die Darts, die jetzt aufrecht stehen und für 8,90 € plus den Spitzen und den Schäften und den Flights, die eigentlich nicht viel Geld kosten. Ja, und warum jetzt leichte Darts? Ja, weil ich von Anfang an den Hausfrauenwurf bevorzuge. Und ja, das hat viel auch mit dem Zielen zu tun und mit dem, wie man das Unterbewusstsein für sich arbeiten lässt und dass man es einfach geschehen lässt, das Werfen durch die rechte Gehirnhälfte, die intuitive Gehirnhälfte einfach entscheiden lässt, wie der Dart und wohin der Dart geworfen werden soll. Und dass man das Sehen einfach passieren lässt. Das Gehirn weiß es besser einzuschätzen als das Wollen und die Kontrolle, die man mit der linken Gehirnhälfte ausüben will. Es ist so einfach. Ja, es kann eigentlich jeder, aber sehr häufig wird beim Dart dann eben ein komplizierter Wurf bevorzugt. Ich habe von Anfang an auch hier schon 2008 den einfachen Wurf bevorzugt von unten. Habe zu Anfang mit schweren Darts angefangen und habe gemerkt, dass ich die einerseits nicht brauche und andererseits auch viel zu die sind mir viel zu anstrengend zum Werfen. Und so bin ich bei den leichten gelandet und ja, für mich ein Vorbild oder vielmehr das, was mich bestätigt, ist eben dieser Luke Humphries, der für mich einer der kommenden Superspieler sein wird, der ja schon viele Topspieler zerlegt hat, auch den Michael van Gerwen ja schon mit 7:0 abgefertigt hat. Also der ist, hat einen so einfachen Wurf. Kann jeder lernen, da ist nichts Kompliziertes dran, es wird einfach geworfen und so ist ja auch der Joe Cullen zum Beispiel, der hat auch diesen ganz einfachen Wurf. Ja, für mich Vorbild will ich nicht sagen, ich habe meinen Wurf und ja, das sind die Deutschen, die halt eben, ja, nicht schlecht sind und eigentlich auch sehr sympathisch, die beiden, aber eben auch irgendwie ein angestrengter Wurf. Tja, das ist nicht meins, ne? Ich habe meinen Wurf und ich habe festgestellt, viele von den jetzt guten Spielern haben auch diesen einfachen Wurfstil, ganz unkompliziert, jeder für sich anders, zum Beispiel der Claire Makers, auch wieder ein großer Spieler. Wirft auch etwas anders als der Humphries, aber eben auch ganz einfach, ohne darauf zu achten, welche Winkel, wie der Oberarm gehalten werden soll oder was weiß ich, sondern es wird einfach geworfen, so wie das Gehirn und das natürliche Sehen es einem vorgibt. Ja, so viel dazu. Wem das hilft, der kann das gerne sich dieses Video halt auch meinetwegen mehrfach ansehen und wem das nicht hilft, der kann es auch gleich in den Müll schmeißen. Es ist wie gesagt immer nur ein Angebot. Und tschüss.